Die gesunde Überträgerin. Und damit ein wunderschönes, wunderherzliches Moin und Willkommen zurück bei Vampire. Mein Name ist Gary und wir müssen jetzt einen Weg in das Schloss finden. Wir hatten gerade noch so eine schöne Unterhaltung mit unserem Schöpfer. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Okay, da schon mal nicht. Komisch eigentlich. Ui. Okay, die Musik klingt schön, aber auch bedrohlich zugleich. Ich glaube, wir sollten uns langsam mal beeilen, weil die Sonne geht bald auf. So scheint mir. Hier ist nirgendwo Blut, nirgendwo irgendwelche Skulls. Wir sehen uns hier mal ein bisschen um. Ich glaube fast, wir sind bald am Ende von dem Spiel. Oh, da blinkt eine ganze Menge da oben. Wir sehen uns erstmal hier unten um. Okay, die Tür ist verschlossen. Unbekanntes Gebiet. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht ein bisschen was entdecken. Aber eine schöne Burg. Ein schönes Gemäuer. Okay, wir gucken uns mal an, was da so geblinkt hat. Was da so geblunken hat. Grabsteine. Robin Englewood. Okay. Mary Englewood, geborene Whiteacre. Oder Whittaker. Moment. Okay, das könnte vielleicht die Mutter von dem hier gewesen sein. Whittaker. Okay. Könnte das ein Hinweis gewesen sein? Englewood. Ich wollte sagen, hier ist eine Altverwandt. Gerade eben habe ich so einen Lichtstrahl gesehen. Ah, hier. Okay, wir verbrennen uns nicht. Okay, sind wir etwa geheilt oder was? Okay, ich kann nichts machen. Ich kann hier nirgendwo hin. Warum zum Geier kann ich hier dann hin? Okay, wenigstens rennen kann ich noch. Oh Mann, ich hoffe, es kommen hier keine Kämpfe mehr, aber wir haben keine Waffen und nichts dabei. I cannot enter. The lady of the manor isn't expecting visitors. Nö. Würde ich auch so sagen. Sieht hier echt schön aus. Muss man sagen. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. It's locked, all right. Okay. Oh, ein alter Flügel.
Och, schön. Ein alter Brief. Verehrte Lady Ashbury. 1865. Hier wieder das Gleiche. Ich schalte ihn kurz auf Pause. Wer lesen möchte, der kann kurz anhalten. Und bis gleich. Okay, da bin ich wieder. London, 1865. Hochachtungsvoll. Gräfin Alexandra Somerset. Und? Ah, okay, ich kann nicht mit der Maus arbeiten. Schade. Auf dem Brief, da seht ihr auch so ein Siegel drauf. Das heißt... Damals war Papier scheiße teuer. Und die konnten sich halt sowas leisten. It's locked. Also, ne? Okay, ein Bild. Porträt von Elizabeth Blackwood. Von Jan Wärmer. 1666. Okay. Elizabeth. Ist das unsere Elizabeth? Verehrter Mr. McAllister. 1795. Als neue rechtmäßige Eigentümerin des Ashbury-Anwesens möchte ich schnell die überfällige Instandsetzung und Reparatur der Mauern sowie der Krypta des Schlosses in Angriff nehmen. Nur wenige Architekten hatte ich um Vorschläge gebeten, doch ihr respektvoller Ansatz bezüglich der Renovierung historischer Gebäude und ihrer Erhaltung hat mich am meisten beeindruckt. Es wäre mir eine Freude, sie zu treffen, wenn sie Zeit fänden. Ich habe nur eine Bitte. Ich möchte mit ihnen persönlich und nicht mit ihren Assistenten sprechen. Im nächsten Monat wäre ein Treffen möglich. Jeder Abend ist mir recht. Sie können zum Schloss kommen oder ich kann sie in ihrem Büro aufsuchen, so wie es beliebt. Wenn sie zum Schloss kommen sollten, könnte ich ihnen zeigen, welche Reparaturen und wahrscheinlich aufwendigen Veränderungen ich für die Krypta im Sinn habe. Mit hochachtungsvollen Grüßen, Lady Ashbury. Like most castles, this one has a crypt. And it holds something special inside. Okay. Das war wohl anscheinend ihr Zimmer. Porträt von Dr. Jonathan Reed, Elizabeth Ashbury, 1918. Elizabeth, my love. You allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Okay. Wow. Obwohl, Moment. Elizabeth Blackwood. Ah, okay. This castle is falling apart. Ja. Aber überall diese Gemälde. Lady Ashbury in Paris, 1888. Ach, da wurde der Eiffelturm gebaut. I am impressed. Sehr beeindruckend. Kann ich hier noch durch? Nee, schade. Und da ist eine Tafel. Och, wie cool. Überall noch diese ganzen Ritterwaffen, die Schilde. Da unten auf dem Tisch, da ist ein altes Grammophon und ein Brief blinkt da rum. Upsa. Ich wollte gerade sagen, die Musik hört auf einmal auf. Huch. That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here and recently. Finde den Geheimgang. Okay. Dokument aus dem Jahre 1907. Sehr geehrte Lady Ashbury, hiermit bestätige ich Ihnen, dass meine Männer am nächsten Montag zu Ihrem Schloss kommen, um mit den neuen Arbeiten an der Krypta und ihrem Zugangsbereich zu beginnen. Die Pläne sind abgesegnet und ich werde persönlich vor Ort sein, um den Einbau der von Ihnen erbetenen Schlösser und Sicherheitsvorkehrungen zu überwachen.
Seien Sie außerdem versichert, dass meine Männer die Anweisung haben, niemals die Krypta selbst oder den ersten Stock des Schlosses zu betreten. Ich muss zugeben, dass ich stolz bin, die Arbeit fortzusetzen und zu verbessern. Entschuldigt bitte. Die mein Urgroßvater damals 1795 für ihre Vorfahren begonnen hat. Mit hochachtungsvollen Grüßen, Angus McAllister. Okay. Okay, die Dame ist nicht zu erkennen. Und im Hintergrund düdelt eine wunderschöne Klarinette. Dicke Rittersrüstung. Pferdestatue. Sieht alles sehr interessant aus hier. Oh, da können wir gleich rein. Ah, hier. Das ist Lady Ashbury. Vincent van Gogh. Ah, gut, den Stich, den sieht man aber auch raus. Die Farbgebung. Also die Pinselführung. Van Gogh, den erkennt man eigentlich. Altes Gemälde. Elizabeth und Jacob Blackwood in Versailles. Okay. 1788. Alter, die Dame ist richtig alt. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber... das war wahrscheinlich ihr Ehemann. Neuer Brief. Durrow Sanatorium Scotland. Oder Schottland. 1909. Verehrte Lady Ashbury. Ich danke Ihnen für Ihre vorherigen Briefe. Eben kurz anders hinsetzen. Und die leidenschaftlichen Diskussionen über volkstümliche Vampirvorstellungen. Ganz offensichtlich sind wir einer Meinung, was ein wissenschaftlicher und moderner Ansatz hinsichtlich des Verlangens nach Blut und der Heilung in der Abhängigkeit notwendig ist. Ich muss gestehen, bei unserem Treffen im Dunborough Sanatorium hat mich Ihre freundliche Art sowie Ihr gütiger Umgang mit den armen Patienten beeindruckt. Ich war hoch erfreut, als ich vom Führungsposten im seit der Gründung von Ihnen finanzierten Pembroke Hospital las. Oh, okay. Ich habe einige Tage lang überlegt und möchte Ihnen mitteilen, dass ich Ihr Angebot gerne annehme. Es bietet mir die Gelegenheit, nach Jahren als Staatsdiener im schönen, aber deutlich ruhigen Schottland endlich wieder durch die geschäftigen Straßen Londons gehen zu können. Ich freue mich, Sie dort zu treffen und weiter mit Ihnen über Ihre Unsterblichkeit, Ihre Vor- und Nachteile, mögliche Verbesserungen und mögliche Verbesserungen Ihres Zustandes diskutieren zu können. Unserem nächsten Treffen sehe ich freudig entgegen. Mit hochachtungsvollen Grüßen, Dr. Edgar Swansea. Ah ja, da hat sie unseren lieben Eddie kennengelernt. Da sind Ratten. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Oh, Moment. Hier war doch noch eine Tür, genau. Okay, das ist einfach nur ein Raum. Sehr viele Rüstungen. Das sieht mir nach einer Krypta aus. Aber da gehen wir mal noch nicht rein. Ich guck mich erstmal noch hier ein bisschen um. Nach Gemälden. This painting looks suspicious. Die rote Königin. Und ich schätze mal König Arthur. Oder Artus. Okay.
Inverness, 11. Februar 1807. Verehrte Mrs. Ashbury, Sie hatten mich... Aktiviere deine Sinne. Ja, mache ich gleich. Sie hat mich über die Einführung des großen Sarges, von der Temple Church in London, die Krypta von Schloss Ashbury in Schottland gebeten. Ich freue mich, Ihnen vermelden zu können, dass Ihr Ersuchen endlich genehmigt wurde. Meine Kutscher wurden darüber informiert, dass der Sarg aus Sicherheitsgründen stets von Wachen beschützt werden muss. Sie haben diese Personen angeworben und sie werden uns in London erwarten. Außerdem wurden sie informiert, dass die Kutsche Flüsse nur über Brücken, niemals aber per Boot passieren darf. Okay. Da das wertvolle Holz des Sarges und die Relikte, die in ihm auf keinen Fall Feuchtigkeit und Nässe ausgesetzt werden dürfen. Ein ausführliches Angebot für den gesamten Auftrag liegt diesem Brief bei. Nach erfolgter vollständiger Zahlung können wir umgehend gegen London aufbrechen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Samuel Lewis, selbstständiger Unternehmer. Okay. Ach, Kiek. Halbmond und Schwert. Ein Rätsel. Interessant. Tür wurde aufgeschlossen. Ah. Okay, und wofür brauchen wir das? Wofür brauchen wir das? Frag ich mich. Okay, wir gehen hier nochmal rüber. Vielleicht gibt es hier auch nochmal was Interessantes. Tür wurde aufgeschlossen. Ach, das ist das. Gut. Was mich gerade ein bisschen verwundert, dass wir halt am helllichten Tag herumwandern können. Oder fast am helllichten Tag. Okay, Halbmond und Schwert. Muss ich hier irgendwas... Ah. Oder? Nee. Überhaupt kein Plan. Oh, und ich muss niesen. Okay. So. Ach. A sword and a moon are the symbols I should look for. Okay. Ein Schwert und ein Halbmond. Ja, schön. Ich könnte die Ratten jetzt fressen. Ist mir egal. Okay. Aber so sehe ich nicht viel, ne? Ja, nun also M. Ich meine, ich finde es ja schön, dass die Musik im Hintergrund so rumdüdelt. So ein bisschen geht es einem auch auf den Keks, ne? Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen leiser, die Musik. Musik. So. Au. Blend. Sind wir hier mit was? Okay, Schwert und Halbmond. Okay, Halbmond und Schwert. Hier kommen wir nicht weiter.
Tja, nun also M. Ah, hier. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Ah. Here's another switch. I should keep looking. Ah, alles klar. Ah, Schwert. One last switch and... Okay. Ein letzter Schalter. Nur wo ist dieser Schalter? Oder ist er auch da in dem Zimmer? Ich gehe mal hier nochmal rein. Hier blinkt aber, glaube ich, nichts. Soweit ich das sehen kann. Ich gehe nochmal in das andere Zimmer zurück. Okay, das ist jetzt mal ein Rätsel. Das hat es ein bisschen in sich. Schade, dass man sich nicht alle Bilder ansehen kann. Okay. Schwert und Halbmond. Ah, hier, da. Ah. Voilà. Okay, da schrabbelte irgendwas auf. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gerade ein bisschen dunkler geworden ist, aber... Vielleicht war das auch Täuschung. Kann ich jetzt hier rein, oder wie? Okay, nö. Stelle Lady Ashbury zur Rede. Oh. Wo muss ich ihn jetzt hin? Ich habe irgendwas gehört. Ach, okay. Ich frage mich gerade, ob es hier wohl alternative Enden gibt. Wow. Uralter Foliant. Ach du liebes bisschen. Okay, liebe Freunde, ich schalte mal wieder kurz auf Pause. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Ich lese mir das durch und dann sind wir hoffentlich ein bisschen schlauer. Bis gleich. Ganz vergessen. Ich muss ja runterscrollen. Oh Gott, da ist eine ganze Menge zu lesen. Ich halte immer wieder kurz an. Wer lesen möchte, der kann kurz auch stoppen. Huch. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Und ich lese jetzt nochmal weiter. So. Bis gleich. Okay, ich habe es jetzt durchgelesen. Sehr interessant. Uralter Foliant. Es geht anscheinend um Elizabeth Vater. Wer das nicht durchgelesen hat, schämt euch, spult nochmal zurück und liest es anständig durch. Es ist sehr aufschlussreich. Er ist anscheinend so der erste Vampir gewesen. Einer der ältesten. Nicht wie Lord Redgrave das behauptet, dass er der älteste ist. Okay, wir können immer noch nichts sehen.
Oh, und? Ah, okay. Ich dachte schon, es ist ziemlich ruhig hier. Und anscheinend sind wir hier in der Krypta vom Schloss, wo ihr Vater oder ihr Schöpfer, ihr Erschaffer, ich nenne es mal ihr Vater, anscheinend liegt. Und er hat sich das ausgesucht, um in aller Abgeschiedenheit und sicher vor seinen, sagen wir mal, Versuchungen. Seine Versuchungen widerstehen zu können. Er war ein sehr gläubiger Mann. Interessant. Drop your spirit, Father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, first Earl of Pembroke, servant of five mortal kings. Former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Okay. Uiuiui. Ui. Jetzt wird's. Wo sind wir? Where are we? What is this place? This is the Ashbury Estate. I inherited the title when I purchased the castle. Okay. Ist das ein Rückzugsort? Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father, ever since he became unwell. Okay, jemand könnte sie finden. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Okay, warum hierher fliehen? Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes. To end it, once and for all. Okay. Wenn Sie nach London zurückkehren? Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman. Who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. Alter, diese Ratte. I have destroyed the disaster. This creature that Charlotte Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this, through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation.
and the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Ganz kurz. Ah, okay. Wenn wir ganz kurz was einstellen. Das muss ich mal auf Ultra. Ah ne, Sichtweite kann so. Da will ich eben die volle Grafikpower haben. Oder auch nicht. Och Mann, oh. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had.